So, dann hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video der Serie Adrian kocht. Heute möchte ich Falafel probieren und ich sage direkt probieren, weil das Gericht habe ich noch nie gemacht. Ich wollte es aber unbedingt mal probieren. Das heißt, heute das Video kann entweder in einer richtigen Katastrophe enden oder es wird richtig lecker schmecken. Wir werden es später herausfinden. Hier wird nichts gefaked, so wie andere Kanäle. Und deswegen legen wir mal direkt los. Kommen wir jetzt auch direkt zu den Zutaten. Diese sind hier. Einmal natürlich das Grundnahrungsmittel, die Kichererbsen, dann haben wir Knoblauch, Petersilie, Kardamom, Zitronen, Kümmel, eigentlich Kreuzkümmel, ich habe auch nur normalen Kümmel gefunden, Rosmarin, Paprikapulver, Pfeffer, Pfeffer und Salz, Mehl, Backpulver und Öl zum Frittieren. Bevor wir jetzt loslegen, ist das Wichtigste natürlich erstmal Hände waschen. Die Schale? Ja. Wie ihr schon seht, habe ich heute einen Assistenten bei mir, der den Kameramann spielt, was sehr, sehr praktisch ist. So, wir haben eine rote Schale und das ist jetzt unser Hauptmixpart. Eigentlich würde man natürlich normale Kichererbsen nehmen und diese müssten dann 12 Stunden eingeweicht werden. Wie gut, dass es schon eingeweichte Kichererbsen gibt, beziehungsweise die einfach in der Konserve sind, das heißt, die haben schon Flüssigkeit. Und diese sind natürlich schon voreingeweicht. Das spart uns jetzt extrem viel Zeit, sollte aber auch noch hoffentlich halbwegs gut schmecken. Koriander ist schon gemahlen, das heißt, da müssen wir nicht viel machen. Die Petersilie gab es leider nicht frisch, deswegen mussten wir tiefgefrorene nehmen. Das nächste ist die Zitrone. Wir brauchen zwei ganze Zitronen und die werden wir jetzt auspressen. Jetzt kommen unsere Kichererbsen. Wir werden jetzt die Kichererbsen das Wasser ablassen, sie in den Topf geben, pürieren. Dann kommen die Kräuter hinzu, das heißt der Koriander, Petersilie und der Knoblauch. Dann kommt das Zitronenwasser dazu und noch normales Wasser ein bisschen. Legen wir los. Petersilie erledigt. Das einzige Küchengerät, was nicht 100 Jahre alt ist, dieser Pürierstab. Jetzt geben wir unser Zitronensaft hinzu, unseren. Ich würde so direkt sagen, wir machen erstmal nicht alles, weil ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht zu flüssig wird. Wir können ja immer noch nachgeben. Ist, dass wir die Gewürze hinzufügen und die Masse mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. Mehl und Backpulver untermischen. Ein Teelöffel Paprikapulver. Meine kluge Kamerafrau hat doch noch was gefunden, und zwar schon mal gemahlenen Rosmarin. Und diesen werden wir jetzt noch kleiner machen, indem wir den Mörser benutzen. Wir werden jetzt einen Teelöffel Rosmarinpulver abmessen. Jetzt kommt unser Mehl, davon sollen wir einen Esslöffel untermischen. Ich habe noch einmal in den Ausweis reingeguckt. Und vom Backpulver einen Teelöffel, das machen wir jetzt. Jetzt verrühren wir das Ganze nochmal mit den Händen und formen gleich mit unseren Händen so walnussgroße Kugeln, sowas wie Frikadellen würde man sagen. Und diese werden dann gleich mit unserem Öl in einer Pfanne erhitzt und dann ist schon der ganze Prozess fertig. Aber erstmal rühren wir um. Ich hätte ganz vergessen, wir müssen noch Pfeffer ein bisschen hinzugeben. Und was wir gerade off-Kamera gemacht haben, wir haben noch ein bisschen Mehl hinzugegeben, weil das doch ein bisschen zu flüssig war. Ich kann euch also empfehlen für zu Hause vielleicht weniger Zitronensaft und auch weniger Wasser. Aber wie gesagt, wir testen das Ganze, vielleicht ist am Ende ja doch alles gut. Ich werde am Ende nochmal ein Fazit geben. Wir nehmen jetzt unsere Pfanne, tun da 5 cm hoch Pflanzenfett rein, also das, was wir zum Frittieren benutzen. Und werden das dann, wenn es heiß ist, diese walnussgroßen kleinen Bällchen, die wir gleich formen, vorsichtig reinlegen und frittieren lassen. So, jetzt einen kleinen Wasserstrahl nimmt man einmal die Hand, feuchtet die Hände an und jetzt probieren wir unsere Bällchen zu machen. Das sieht schon deutlich besser aus. Jetzt sind wir bei unserer letzten Falafel angekommen. Die Konsistenz ist nicht das, was ich mir erhofft hatte, aber ich denke, das wird was. Unser Kichererbsenbällchen, aka Falafel, werden jetzt 5 Minuten im heißen Fett frittiert. Dann einmal kurz gewendet, sodass sie aber von beiden Seiten diese typische goldbraune Farbe haben.
Dann werde ich sie ein bisschen abtropfen auf normalen Küchenpapier und dann kann man sie schon essen. Jetzt geht's los. So, so sieht unser erster Falafel jetzt aus. Ich werde einfach mal jetzt probieren. So sieht er jetzt von innen aus. Hat schon was, aber mit dem Ganzen doch noch ein paar Minütchen länger gehen. Aber es geht schon in die richtige Richtung. Falafel sehen eindeutig nicht aus wie aus dem Bild. Wenn man hier nochmal als Vergleich sehen möchte. Das Foto schlägt uns das hier vor. Und das ist bisher unser Produkt. Ein paar zu dunkel geratene Quarkbällchen. Aber immer so unser Bestes. So, unsere Falafel sind jetzt doch relativ gut geworden. Wir hatten noch einen kleinen Dip dazu, hier den hier. Und das Ganze geht eigentlich ganz lecker aus. Kommt als letztes der Geschmackstest von unseren Falafeln. Die sehen jetzt so aus. Es ist wirklich lecker. Ein bisschen zu kross außen. Man sieht es auch hier, sind leicht schwarz geworden. Also ich würde euch empfehlen, das Fett nicht auf maximale Temperatur zu stellen, sondern so halb vielleicht. Aber tun muss dazu als Dip wirklich sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne Bewertung da. Freut mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt Adrian kocht. Bis dahin, tschüss.